So, willkommen zurück zu einer neuen Folge RimWorld. Oh man, letztes Mal hatten wir einige Probleme auch mit dem ganzen, oh ja, wie, was, Essen zuteilen und hä? Und hier und ja, keine Ahnung. Also, was ich jetzt einfach mal machen werde, weil ich das nicht, ich bin zu dumm dafür gerade. Ich werde erstmal die Küche komplett löschen. Es liegt einfach daran, ja, so jetzt hier. Ne, was? Wer ist fürs Essen zuständig? Und hier, hä? Was? Deswegen einfach. What the hell? Alles weg. Alle fucking... Oh, geht doch weg, Mann. Das ist doch so blöd. Irgendwie mit dem Zeug. So, Küche. Du bist zuständig. Wo ist denn die Küche jetzt? Ich hab keinen Bock zu suchen. Was... Oh, da erkennt kein Ü. Das ist natürlich toll. Jetzt gucken wir nochmal, ob das alles geklappt hat. So. Mach das automatisch. Mir ist das scheißegal, wie du das anstellst. Mach's einfach. Vielen Dank. So, wir haben auf jeden Fall... Ich sehe gerade noch eine Kamera. Wir auch noch verbinden müssen. So. Anscheinend kann der Kameras benutzen. Auf jeden Fall, was ich gesehen habe, hier oben kriegen die auf jeden Fall auch Essen, obwohl hier jemand ein bisschen essen möchte. Wie sieht's aus mit den Forschungen? Taser-Ausgabe können wir auch machen. Wartung, rechtliche kleine Zellen erstmal. Dauerhafte Bestrafung, zu Tode verurteilt. Oh. Rechtliche Vorbereitung. Was ist denn das? Konsequenzen. Ihr Rechtsanwalt erledigt die Papierarbeit, um die Konsequenzen möglichst gering zu halten. Dies muss aber im Voraus nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen das alles. Wir haben jetzt ordentlich Kohle in den scheiß Anwalt gesteckt. Deswegen holen wir uns natürlich auch einen Anwalt. Alter, es ist ja extrem sauber. Guckt euch mein Gefängnis an, das glänzt ja richtig. Ich bin schon fast stolz. Also sieht alles, wenn man das vergleicht mit vorher, auf jeden Fall sieht alles sehr schön aus. Achso, wir müssen natürlich auch wieder die Arbeit einteilen. Ja, yeah, Gefangene rein, alles voll, Postraum rein, drei Gefangene. Na, hoffentlich machen die nicht die Post der Menschen auf, die sie nicht zu suchen haben. So, jetzt müssen wir noch einen Unterrichtsraum machen. Oh, ich muss mich kurz verstecken. Der muss ja riesengroß sein. Wir brauchen 20 Tische. Wir brauchen auch noch eine... Wie viele Überwachungskameras brauchen wir? Für diesen... Achso, da stand gar nicht da, wie viele. Ja, dann platzieren wir noch ein paar, ne? Ich würde sagen, hier so eine Überwachungskamera im Gemeinschaftsraum ist nicht schlecht. Wie rum gehört das? Ich glaube, so rum. Ich sehe es nicht richtig. Vielleicht hier noch so eine, ne? Können wir hier mal so ein bisschen... Obwohl, hier vielleicht den Gang hinten. Dass wir den ausgucken. Und dann hier noch. So. Passt hoffentlich. Überwachungskamera, ja. Also wir haben wieder Kohle und eine... Achso, es hat gereicht. So, dann wollen wir uns jetzt auf jeden Fall um Besserung durch Bildung kümmern. Zellblock C, wie viel brauche ich da? 100 Gefangene. Das machen wir auch dann kurz. Kurzfristige Initiative, Verbesserung, Bildung. Das machen wir alles. Die Frage ist nur, wohin? Ist halt tatsächlich eine gute Frage. Wohin machen wir das? Also ich würde gerne ein eigentlich viel, viel, viel Zeug neu planen, aber hey. Keine Ahnung. Vielleicht werden wir eines Tages auch unser Gefängnis verkaufen und dann einfach ein neues Gefängnis bauen. Bin mir noch nicht sicher. 30.000 kostet das und was kostet das da unten? Auch 30.000. Ich würde halt schon gerne mein Gefängnis erweitern. Ich würde gerne diesen Duschraum hier wegmachen und da hinten halt noch einen großen Raum machen. Ich glaube, das machen wir auch einfach. Das heißt also, es gibt erstmal keine Duschen.
So. Innenbereich ausräumen. Alles raus. So, Wände abreißen. Alles abreißen. So. Also es dürfte keiner durch die Zellentür kommen. Beziehungsweise hier draußen kann er ja auch nichts machen. Ist ja alles abgesperrt. Alles klar? Und dann würde ich sagen, erweitern wir einfach in die Richtung und bauen hier hinten dann auch das Hochsicherheitsgefängnis hin und hier vielleicht so ein, auch so ein Gang und hier hinten noch was hin, weil wir haben ja noch viel Platz hier hinten. Und wir können auch die Kameras natürlich verbinden. So, verbinden. Dann, wo ist denn die nächste Kamera? Ich hätte doch noch eine, genau da. Dann noch eine. Ich habe keine Ahnung, wie viele man verbinden kann. Bis jetzt. Okay, gerade lief's. Jetzt haben wir so ein bisschen hier die Sicht. Achso, Licht müssen wir hier auch noch hinbauen. Meine Fresse. Einer hat auch gefragt, wieso ich keine... Das ist jetzt ein bisschen spät, ich weiß, das hätte ich eigentlich schon in der letzten Folge drauf eingehen müssen. Wieso ich kein Autolicht anhabe. Ich mag das einfach nicht. Ich finde das so dumm, wenn dann irgendwie anfängt... wir könnten hier noch eine Wäscherei machen. Wenn es dann anfängt, einfach so hier irgendwie... was braucht eine Wäscherei? Hat die irgendwelche Vorgaben von der Größe her? Nein. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Haben wir hier so eine lange Wäscherei. Ich kann einfach Bügelbretter hinstellen. Das ist eigentlich eins zu klein. Für die Bügelbretter. Weil die Bügelbretter sind halt so groß. Müsste ich die halt so hinstellen. Dann kann ich hier... Ah, ich könnte die Wand hier voll machen. Dann sagen wir hier so zum Beispiel. Zack, 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 zack. Haben wir hier genügend Bügelbretter und dann nehmen wir noch Wäschewagen. 5. Dann sagen wir noch Waschmaschine. Also eigentlich geht's doch. Ist ganz guter Raum. Ist ganz guter Raum. Die können wir nicht mal drehen. Ich weiß nicht, ob sie so rankommen. Ich hoffe es. So. Das passt. Können auf jeden Fall ordentlich Wäsche machen. So 6 Waschmaschinen, 6 Bügelbretter. 5 Bügelbretter, okay. War nicht ganz 6. Jetzt haben die anderen natürlich keine Dusche. Ist halt immer dumm. So, natürlich ein Zugang noch. Machen wir auf jeden Fall eine Personaltür. Glaube ich. Nö, in die Wäscherei können sie eigentlich so rein. Upsa. Natürlich hier. Die könnt ihr ja eigentlich abreißen und dann auch die Wände hier. Mal, wie wir das machen. Ja, das würde ich sagen, machen wir wieder fast forward vielleicht. Ja, ein bisschen Planung. Was könnten wir hier hinsetzen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wie... warte mal. Ich plane mal kurz. Ich will... Also, wie immer, fast forward. Ich würde ein bisschen planen. Und dann seht ihr einfach das Ergebnis. So, dann sind wir erstmal fertig mit der Planung. Ich habe da oben noch ein bisschen weiter geplant. Vielleicht kommt hier noch was hin, weil wir haben ja hier noch einen großen Raum. Wir müssen... Ach scheiße, ich habe die Dusche noch vergessen. Wir brauchen natürlich noch eine Dusche. Das habe ich auch vergessen. So. Personaltür können wir eigentlich reinmachen. Das ist wie gesagt mein Schulraum. Also da sollte genug
Zimmer haben. Und jemand hat auch gefragt, wieso ich zum Beispiel die Autolichter aus habe. Das liegt einfach daran, wenn ich so schief baue, wenn ich jetzt diesen Raum so baue und dann hier noch was anbaue und sonst was, dann wird das Ganze nicht so schön mit den Autolichtern. Oben auf jeden Fall auch. Oben brauchen wir eigentlich keinen. Wir brauchen nicht mal einen Personalraum, wir brauchen einfach nur eine Gefängnistür. Weil das wird schwer bewacht werden. Da brauchen wir auch einen Metalldetektor. Das soll mein Werkraum werden, sozusagen. Ne, wo die Leute dann, ein bisschen werkeln können. Wir müssen auch gucken. Oh, da sagen sie jetzt natürlich wieder, dass das. Ach, das ist doch scheiße. Machen wir es halt andersrum. Meine Fresse, die Häftlinge kommen nicht ran, weil die können nur von einer Seite rankommen. Weil das Problem ist an diesen scheiß Bügelbrettern, ich kann die nicht drehen. Die drehen sich nur so. Das heißt, Waschmaschinen, das ist dumm gemacht. Verstehe ich nicht, wieso man sich dazu entschlossen hat. Dann machen wir es halt genau andersrum. Ist doch passt alles. Ah, halb so wild. Passt. Wo sind denn die Wäschewagen? Haben sie schon rausgenommen? Anscheinend. So. Können wir vielleicht auch... Na, eins mehr können wir nicht setzen. Wir können auf jeden Fall noch ein paar Sachen machen. Da werden auch ein paar Leute kräftig entlassen. Das passt. Ja, könnt ihr das auch schneller machen? Braucht das immer so lange, eine Waschmaschine abzumontieren? Ich weiß ja nicht. Ich denke, ihr seid faul. Oh, so. What the fuck? Was geht denn hier ab jetzt? Und wieso ist hier kein Boden? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, ich weiß auch nicht, wieso hier keine Wand ist. Das kann ich halt echt nicht sagen. Hm? Wäre eigentlich schön, wenn da eine Wand wäre. Ich weiß auch noch immer nicht, wieso hier kein Boden ist. Geht nicht? Wieso denn? Was ist denn das? Wieso kann er hier keinen Boden hin? Kann mir das einer erklären, weil hier Sand ist oder was? Kann ich auf Sand nicht bauen? Oder was soll denn das sein? Wieso kann... Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es halt echt nicht sagen. Ist das Sand einfach? Ich sehe das nicht als Innenbereich, ich habe das nicht mit Fundament, ich habe es wahrscheinlich mit Fundament gebaut. So, ganz einfach. Ganz einfach. Achso, und ich hab schon jetzt erzählt, wieso wegen den Lampen, ja, habe ich gesagt, das sieht halt unschön aus einfach. So, das ist der Grund einfach. Ja. Sehe ich die anderen Lampen nicht? Ich glaube, ich habe die da drüber gemacht, dann machen wir nochmal zwei. Das sieht einfach wirklich unschön aus. Wenn du so verwinkelte Räume hast, dann finde ich diese Autolampen wirklich hässlich. Da werden die manchmal so scheiße gesetzt, da denkst du dir, alter Schwede, hast du ein Loch im Kopf oder was? Was ist dein Scheißproblem? Oh! Die Werkmaschinen brauchen auf jeden Fall auch gleich noch Strom. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Strom habe. Wow, vielleicht brauchen wir nochmal einen neuen... Ne? Ja, also. Was ist denn das hier für ein Geräusch hier unten? Ich weiß es nicht. Man kann auf jeden Fall keine zwei Stromgeneratoren aneinander anschließen. Das sollte klar sein. Wieso kann das nicht erreicht werden? Hä? Hier ging es doch auch. Hier steht es doch an der Wand. Was ist denn das? Das wirft wieder alles über den Haufen. Ich verstehe es nicht. Soll ich jetzt hier echt... Oh. Hm. Dann machen wir halt nur vier Bügelbretter hin. Ne, ist das in Ordnung? Machen wir hier mittendrin in den Raum. Vier Bügelbretter. Dann machen wir... Keine Ahnung. Wo sind denn die Waschmaschinen? Die kann natürlich auch nicht drehen.
3 Bügel, 5 Waschmaschinen, dann noch Wäschekörbe. Wäschekörbe müssten hier eigentlich sein. Also müssten die irgendwo rumfahren auf jeden Fall. Okay. Versorgung, Strom reicht auf jeden Fall nicht für hier. Gehen wir so rein. Dann gehen wir hier auch nochmal rein. Gucken wir mal. Wir müssen auf jeden Fall hier noch ein bisschen Stromversorgung machen. So. Dann Werkraum. Wir müssen mal gucken. Werkstatt. Alles klar. Hydraulikpresse, Tischsäge und Tisch. Hydraulikpresse, Tischsäge und Tisch. Eine Werkbank? Nicht, oder was? Wofür ist denn eine Werkbank? Ich glaube, eine Werkbank ist dafür da, dass du Holz bearbeiten kannst. Tischsäge, Hydraulikpresse ist für Nummernschilder und dann eine Werkbank nochmal. Oder kann man Möbel machen selber später? Ich habe keine Ahnung. Soll man dann nur Tischsägen und sowas machen? Ja, komm. Und hier unten machen wir Tische hin. Obwohl, nee, wir lassen eins frei mal zwischendurch. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir hier hinten einfach mal Tische machen und dann einfach mal hier an die Seite auch noch einen. Ne? Ich hoffe, der Strom reicht. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Gab es da nicht irgendeine Quest dafür? Also Quest. Noch Fertigungsanlage. Ich soll 30 Nummernschilder herstellen. Alles klar. Wir müssen auf jeden Fall auch mal gucken, dass wir hier noch Licht reinkriegen. So. Machen wir auch. Ne, machen wir hier. Ich weiß nicht, die Ecken. Vielleicht nochmal einmal in die Mitte. Oh, sollte passen. Oh, eigentlich könnten wir hier auch wieder so eine Türservo hin machen. So, der Unterrichtsraum ist eigentlich auch fertig. Dann können wir auch mal was machen. Wir machen eine Überwachungskamera rein. Ich hoffe, das ist richtig. Ich sehe es gerade hier. Müsste richtig sein. So, hier. Das müsste die Mitte sein. Und dann soll das halt hier alles überblicken. Nicht übersehen. Es soll nichts übersehen. Ja. So, mal 2 Schultische. Das passt, dann brauchen wir noch einen Bürotisch. Okay, da, Bürotisch. Und einen Stuhl. So, dann haben wir den Unterrichtsraum auch. Das passt auf jeden Fall. Und oben müssen wir noch gucken, dass wir die Versorgung hinbekommen. Einfach mal hier. Ne? Passt. Wie sieht's aus mit Strom? Strom ist noch in Ordnung. Alter Schwede. Alter Schwede. Wir sind in Business. So, Wasserversorgung brauchen wir hier unten auch. Obwohl, die haben Wasserversorgung noch von den Duschen. Oh, die Duschen habe ich noch vergessen. Alles klar. Müssen wir auf jeden Fall auch nochmal gucken, dass wir die Duschen hinkriegen. So, hier die Lampen erstmal. Kann ich ja auch sagen, eine Wäscherei wieder. Weil ich glaube, Wäschereien sind so ein bisschen, ne? What the fuck? 14 Ausbrüche. Ich habe gedacht, durch diese Zäune können die nicht durchgraben. War das nicht früher so? Fucking hell. Oh Gott. Wie kann denn das sein, dass die hier ein fucking... Wie soll das funktionieren? Kann mir das einer erklären? Wie kriegen die das hin, hier einen scheiß Tunnel zu graben, der so ewig weit ist, wenn da die ganze Zeit ein Typ drin stationiert ist? Ich glaube, das kann mir keiner erklären. Alles klar. Dann werden wir jetzt Hunderouten
Wachtürme und sonst was hinbauen außen. Mir reicht's langsam. Das ist ja mittlerweile echt eine richtige Scheiße. Was ist das? Logikbrücke? Okay. Keine Ahnung. Abwehranlage können wir auch mal machen. Oh, ich weiß es doch nicht. Ich wollte eigentlich mal gucken. Ich wollte so einen Wachturm bauen. Wo sind denn die? Ich weiß es gerade nicht. Da, Wachturm. Jetzt werden echt schwere Geschütze aufgefahren. Vier Wachtürme. Das ist halt der richtige Scheiße. Wie viel brauchen die eigentlich für den Unterhalt? 500 pro Tag. So, und jetzt werden richtig viele Routen gezogen. Weißt du, es reicht mir. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ja, hoffentlich reicht das. Also der Typ muss echt... Erschöpft ja, wieso geht er auch zurück? Ich habe so viele Wachen. Es kann doch nicht sein, dass so viele stationiert sind. Irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 11 stationieren und ich habe irgendwie 32 Wachen. Ich habe halt echt gedacht, diese Zäune können nicht überwunden werden. Es war damals zumindest so. Also es stand da, es kann nicht, also können nicht durchgehen. Anscheinend stimmt das wieder nicht. Ja, das ist halt wieder, vielleicht war es auch damals schon falsch von mir, das anzunehmen. Aber ich habe halt, wie gesagt, gedacht, das würde gehen. Haben sie es auch geändert, dass man jetzt unendlich Dinger haben kann? Habe ich da jetzt eine Türservo? Ich habe da oben Türservo, dann können wir auch da mal eine Verbindung hinbauen. Hm? Eine Werkstatt muss auf jeden Fall auch überwacht werden. Da ist Raum nicht so. Benötigt Einführung Sicherheit in der Werkstatt. Alles klar. Oh lol. Hier braut sich gerade eine Bärdesaster zusammen. In letzter Zeit gab es viel zu viele Ausbrüche und sie sind schuld daran. Regeln Sie das Gefängnis ab und sorgen Sie dafür, dass es keine weiteren Ausbrüche mehr gibt, sonst wird die Presse Ihren Kopf fordern. Warnung, Sicherheitskatastrophe. Alter. Mein Kopf steht auf dem Spiel. Alter Schwede. 14 Leute aus. Vor allem, was sie für einen Tunnel gegraben haben. Und es ist niemandem aufgefallen, dass man von hier nach hier oben, ja, einen Tunnel gegraben hat. Ich habe hier doch sogar eine Hunderoute drin. Ich hatte doch sogar eine Hundepatrouille hier, oder? Na gut, nicht oben, aber trotzdem. Meine Fresse. Das ist ja, what the hell? Ich hoffe, jetzt mit den Hundepatrouillen sollte es klappen. So, wie gesagt, die Folge ist aber auch wieder vorbei. Meine Güte. Und wir aber schnell. Was ist denn das? Ah, warte, wir müssen natürlich noch die Kurse einstellen. Das können wir noch machen. Ja, da haben wir noch einen. Ja. So.
Und dann Grundlagenausbildung starten. 5 interessiert. Und die allgemeine auch. Ja, passt. Wieso habe ich da so wenig? Ich habe keine Ahnung. Taser-Ausbildung für Wachen? Ja, können die auch machen, ne? Da haben wir ein paar Kurse angeboten. Wir haben auch dickes Minus. Müssen mal gucken, dass wir die alle wieder reinkriegen, die Gefangenen. Und dass wir dann mal unser Gefängnis ein bisschen erweitern. So, aber wie gesagt, war es das erstmal für heute. Deswegen, wie immer, falls es euch gefallen hat, dann lasst mir noch ein wenig Liebe da in Form von Kommentaren, Bewertungen und Abos. Würde mich eins nice freuen. Ja? Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Schulzmann.